Vor Beginn der Baumaßnahmen im Mittweider Stadion am Schwanenteich konnte jeder, der wollte, am 28. Mai ein Stück des alten Rasens erwerben. Denn hier werden Erinnerungen wach. Auf dem geschichtsträchtigen Rasen wurde jahrzehntelang Fußball gespielt. Die Abstechaktion wurde vom SV Germania Mittweider organisiert. Mit einer Rasenschälmaschine wurden Streifen aus dem Rasen herausgeschnitten und aufgerollt. Interessierte konnten ein Stück des Rasens kaufen, um es dann im eigenen Garten wieder einzusetzen. Ich fahre jetzt in meinen Schrebergarten, da ist nicht weit weg von hier mit dem Fahrrad, und pflanze den Silbert ein. Darauf kommt dann ein Fähnchen und da wird es dort eingetragen als ewige Erinnerung. Hoffentlich wächst der Unkraut zwischendurch. Die Einnahmen aus dem Verkauf sollen laut Vereinspräsident Harald Kees der Jugendkasse des SV Germania zugutekommen. Wir sind da auch Nutzer des Stadions. Diesen Rasen, wo wir viele Kämpfe hier stattgefunden haben, für die Jugendkasse zu verwenden. Und das Geld kommt auch unserer Jugendarbeit zugute. Also wie gesagt, ein sehr guter Zweck. Und vielen Dank auch an die Stadtväter unserer Stadt Mittweida. Ab Juni beginnen dann die Baumaßnahmen zum Neubau der Sportanlage. Dem neuen Rasen steht nach der Sanierung dann eine hoffentlich lange und geschichtsträchtige Zeit bevor.